Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GTA Vice City. Es leckt gerade ein bisschen rum, das ist normal. Ich bin gerade wieder reingetappt, dann dauert das am Anfang immer ein bisschen. Ich bin aber zu faul, so lange zu warten mit dem Start der Aufnahme. Apropos, Timer neu starten. So, ja, das letzte Mal haben wir die erste Mission hier für die Druckereibetrieb erledigt. Es war ein bisschen stressig, die ganzen Kollegen da auf dem Schiff abzuballern, aber wir haben es noch im dritten Versuch dann geschafft. Der Kurier. Alright, the courier's moving the plate from the docks today. I'm gonna go intercept them, grab the plates, lose any heat, and make my way back here. Now, depending how well this goes, we may have 5 minutes to print the money before the counterfeit syndicate finds us, or we may have all year. Either way, I want green rolling off the presses 5 minutes after I get back. Got it? Don't you worry, Tommy. We'll be ready. Me and the boys will be around in the neighborhood in case you need any heat taken care of. Alright, everybody cool? I'll catch you later. Ihr seht die DX-Tory-Anzeige oben links. Der Kurier mit den Druckplatten kommt jeden Moment in einem Helikopter in den Docks an. Okay, ich sehe schon. An den Docks wieder? Das heißt, ich muss ja auch wieder da. Jetzt muss ich wirklich alleine rüberfahren, wa? Vielleicht wäre da wieder ein Taxi gewesen, ich habe es nicht gesehen. Aber wahrscheinlich nicht. Ach nee, warte mal, stimmt gar nicht. Die Docks sind ja... Nee, hä? Nee, Quatsch, die Locks sind ja hier. Oh, ich bin dumm. Das war ja wegen dem Malibu Club. Ich weiß es nicht, was ist, um ehrlich zu sein. Naja, gut. Aber wie kommt denn der? Kommt der auf ein Boot oder so? Oder ich habe keinen Plan, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch echt nicht, was ich hier gerade machen soll. Ich bin ein bisschen überfordert. Merkt man vielleicht. Ich fahre jetzt erstmal einfach zum Punkt hier, würde ich sagen. Ups. Da war nicht das Klügste, was ich hier getan habe, zugegebenermaßen. Jo, what? Moment, was? Jo, was ist denn da los? Frauen mit Waffen. Bitte mach dies nicht. What the f? What the f? What the f? Oder das sind tatsächlich die, die hier schon mir ins Leder wollen. Ich weiß es nicht so genau. Tut mir jetzt auch ein bisschen leid, dass ich hier gerade Frauen töten muss. Scharfschützengewehr nehme ich gerne. Ja, und jetzt? Achso. Oh Gott. Wie geht der gut weiter mit den Missionen in diesem... Nee. In dem Spiel, wollte ich sagen, oder in dem... Ding ins Gerät. Ich weiß auch nicht genau, was ich jetzt machen soll. Töten? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich muss ich. Moment. Ich habe die Platten mit zerstört. Das ist natürlich nicht so geil. Ja, ich muss die halt irgendwie scheinbar vorher killen oder so. Was weiß denn ich? Ey, die Druckereibetriebe, ne? Holy moly. Ich kann mich nicht an solch... Doch, an die andere Mission konnte ich mich erinnern. Aber die nicht, dass sie so schlimm ist. Regt sich auf und dann rennt er trotzdem weg und versucht mich nicht wieder rauszuziehen. Haben wir schon mal über die Maus aufgeregt? Wir können ja jetzt eigentlich mal... Ich muss euch demnächst mal die Map zeigen. Ich könnte es natürlich auch jetzt einfach tun, aber dann sind wieder mehrere Schnitte und das ist kacke. Ich will mal schön alle Unternehmen auf der Map angucken. Habe ich ja selber auch damals nie gekauft, alle. Ja, du warst Women's Panties. Ich habe schon verstanden. Okay, wie machen wir das? Ich muss mich da irgendwie verstecken am besten. Und wenn der da Heli landet und die Eile aussteigt, dann mache ich sie ganz schnell platt. Ich werde intercept them, grab the plates, lose any heat and make my way back here. Now, depending how well this goes. Mal gucken, wie die Katze eigentlich nochmal an. Depp. Dep da dep. Dep dep. 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 Dep da dep. Okay. Aber warum sind da so viele. Also ich will hier kein Sexist sein oder so, ne? Aber es ist ja trotzdem ein bisschen merkwürdig zu sehen, dass da einfach Frauen mit MPs rumstehen. Und mich abknallen wollen. Das hat mich auch so ein bisschen desillusioniert eben, muss ich dann doch ganz ehrlich zugeben an dieser Stelle.
Ja, gut. Ah, Moment, ich habe ja die Sniper jetzt noch, ne? Das wäre ja eigentlich voll klug. Okay, nur 8 Schüsse leider. Es wäre voll klug, gleich die Alte damit abzuknallen. Oi! Bruder! Frau! Schwester! Ja, what the fuck? Jetzt ballern die mich hier einfach vollkommen nieder, oder wie? Hallo! Chill! Moment. Was? Ey! Aus der Entfernung mit einer Schrotflinte und ich konnte mich nicht wehren. Oh, das Spiel stinkt halt richtig hart nach Kacke heute schon wieder, ne? Ich hab echt... Das Spiel hat echt so seine Sessions, ne? Indem mich einfach alles abfuckt und einfach nichts funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist der absolute Wahnsinn, ne? Oh, kein anderes Spiel auf der Welt ist das so, ey. Oh, geh mir nicht auf ein Popo-Spiel, ey. Wo ich mir denn gleich wieder die Waffe. Und die Rüstung. Brauch ja scheinbar alles in diesem Missionszweig hier, ey. Holy moly. Oh Gott, jetzt brauche ich aber wirklich ein Auto, weil ich muss schnell dahin. Aber spiel so, hey, ich gebe dir kein Auto. Ach, raus, der schwarze Mann. Du bist der schwarze Mann. Klar, so ein halbes Zitat, ich glaube. Böser schwarzer Mann, die haben eine Pulp Fiction. Haben sie einfach Badass Motherfucker mit böser schwarzer Mann übersetzt. Was ein bisschen hm ist. Hm. Naja. Da vibratete mein Handy. Ich weiß aber gar nicht, ob man das hören kann. In meinen normalen Aufnahmen auf jeden Fall nicht. Störende Geräusche. So. Der Heli ist gleich schon da. Ah, ah. Den muss ich jetzt hinmachen. Puff. Ich soll mir irgendwie auch das Auto. Ach, ist ja auch egal. Bin zu weit weg oder was? Ey, das ist absolut lächerlich, ne? Das ist absolut, absolut fucking lächerlich, ne? Das ist was für eine Entfernung, die mich jetzt schroten können und so weiter. Es ist lächerlich! Es ist lächerlich! Ja toll, jetzt kriege ich die Alte ja schon wieder nicht, oder was? Ich krieg die Alte halt wirklich nicht. Oh Mann, ist das... Jetzt ist immer die Waffe ist leer! Ach Spiel, ey, geh mir doch echt nicht auf den Sack. Moment. Ich hab's ein bisschen bei den Eiern. Ich weiß, sie hat keine Eier, aber... Oh, was ist das denn? Was soll ich denn... Was soll ich... Was, was? Ich weiß echt nicht genau, was das Spiel jetzt... Ich werd verhaftet. Nee, doch nicht. Ich weiß auch nicht genau, was das Spiel jetzt von mir verlangt. Soll ich sie abknallen? Soll ich sie rammen? Ich versuche sie einfach mal zu rammen. Warum, dass sie dabei aussteigt. Oh, ich muss die Hand von der Maus nehmen. Das ist doof. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss sie halt im Idealfall abknallen, bevor sie ins Auto einsteigt. Aber das ist ja irgendwie nicht machbar. Weil die Alten da vorne meinen so, ich mach dich komplett alle. Warte, ich echt nicht ralle. Ich wirklich, wirklich nicht ralle. Ah, toll, gleich so, sind am Punkt angelangt. Game over. Ich google gleich, wie die Scheißmission hier funktionieren soll am besten. Oh, Mann. Wo will die überhaupt lang, die Fotze? Beziehungsweise, was soll ich tun? Soll ich sie rammen? Soll ich sie aus dem Auto zerren, was ja nicht geht, was ich schon probiert habe? Muss ich sie echt davor abknallen? Die müssen uns eigentlich schon längst Game Over und das Spiel hält es nicht für wichtig, mir das mal zu sagen. Ich reihe das nicht. Ich ralle es wirklich nicht. Wenn es gleich wieder brennt, dann ist die Alte ja wieder weg. Oder dann stirbt sie und dann wieder, fehlschlagen, Mama. Ich hätte gleich mal versuchen sollen einzusteigen, weil die Tür ja jetzt kaputt ist. Vielleicht geht das sogar.
Oh, das fuckt mich doch jetzt richtig ab, die Mission, ne? Die geht mir richtig auf den Zeiger schon wieder. Oh, steig doch aus, Alter! Ich drück 3 Jahre lang. Nee, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das Auto brennt! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter Vater, leck mir die Füße. Das war jetzt irgendwie doppelt und dreifach Glück, ey. Oh mein Gott. Weil die irgendwie ausgestiegen ist. Oh Gott, ich bin doch fast in der Explosion verloren. Okay, dann keine Sterne, ist doch nett. Ich bin jetzt mal so frei und behaupte, die Mission habe ich geschafft. Gut, Hälfte der Folge ist rum. Wir können ja mal gucken, was die letzte Mission ist. Dann haben wir das ja vielleicht schon hinter uns. Da war gerade ganz kurz für so ein Frame lang ein Sprite von einem sitzenden Typen in der Luft zu sehen. Das war verstörend. Druckreiniger erworben. Ach so? Das war's schon? Ich dachte, da kommen 3 Missionen. Oh. Ich dachte, da kommen 3 Missionen. Ja, cool. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob wir jetzt einen Anruf kriegen. Oder so. Wahrscheinlich. Zumindest in absehbarer Zeit. Weil wir jetzt eigentlich die letzte Mission haben dürfen. Vielleicht haben wir die letzte Mission auch schon und das war eine Lüge, dass man das hier machen muss, weil da ist ja schon V auf der Karte. Aber scheinbar nicht. Hey, hello, Tommy, Tommy. We got a situation over at Printworks. You better go and check it out. I don't know, some kind of mess or other. Things are messed up. I gotta go. Okay, es ist doch eine Mission. Toll Spiel. Der Eintreiber. Okay, what's the emergency? Who? Oh, Tommy. Some mob thugs said they'd come to take their cut. Ach so. Mr. Farello's money. Oh, I feel like crap. Farelli? Sonny Farelli? Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too. Mach vielleicht Schutzgeld von dir. Stöbere sie auf und erledige sie. Ah, okay. Hier wurde die Verbindung hergestellt, ne? Zur Hauptstory. Deswegen ist es auch ein verpflichtendes Unternehmen gewesen, damit ich jetzt quasi, ne? Sonny ist jetzt da, er will endlich sein scheiß Geld wieder haben. Für alle, die die Story wieder vergessen haben. Kann ich sie gerne mal zusammenfassen. Auch wenn es eigentlich, glaube ich, nicht notwendig ist. Aber ja, ne, am Anfang mit den Drogen und so, und ist ja alles schief. Laufen. Okay, ich glaube, die Mission ist schon im Arsch, weil ich einfach kein Auto am Anfang hatte. Nett. Ja. Was wollte ich jetzt sagen eigentlich? Ja. Ach, warte mal. Stimmt. Warte mal. Die klappern jetzt die Station ab. Die Dinger, die ich gekauft habe. Wie war das nochmal? Das hatte jetzt irgendeinen Gimmick hier. Natürlich. Natürlich ziehe ich erstmal voll dran vorbei. Ich habe aber auch wieder das billigste Kackauto gekriegt, was da irgendwie rumfuhr. Ne? Das war auch wieder klar. Mich wundert es nicht. Ich glaube, ich verliere jetzt erstmal Geld, wenn die irgendwo ranfahren. Und ziehen sich halt ihr Schutzgeld ab. Boah, das Auto ist doch über alle Berge da hinten. Geh mir doch nicht auf den Sack. Mir geht's auf den Sack, dass mein Auto halt so 2 km/h fahren kann. Was macht ihr da? Was tut ihr da? Das habe ich nicht verstanden. Oh, mein Auto. Oh, Leute, die haben sich voll aufsehen. Das ist der Antrag erledigt, jetzt kommen weitere. Okay, ich brauche einen besseren Wagen und zwar vor allen Dingen. Ich werde festgenommen. Nee, doch nicht. Ja, genau. Okay, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt erledigen muss. Sonny und so dürfte dann eigentlich erst in der letzten Mission der Fall sein. Leon, nimm die Finger von der Tastatur. Von der Maus meine ich. Nicht von der Tastatur, um Gottes Willen. Ich weiß nicht, ab wann die Mission fehlgeschlagen ist. Nicht, dass ich irgendwie zu viel Geld verlieren darf.
Ich habe jetzt auch gar nicht darauf geachtet, ob wir Geld verloren haben. Da kriege ich jetzt mal Geld wieder, wenn ich die erledige. Wo fahren die denn schon wieder ganz lang? What the fuck? Wo wollen die hin? Da ist kein Unternehmen von mir. Ja, den längsten Weg zum Sunshine-Autos, ne? Ne, die fahren auch dran vorbei einfach. Ne, Jungs. So nicht. Ups. Meine Fresse, jetzt mach irgendwas richtig, Leon. Ich gebe mir halt auch schon wieder selber auf den Sack, ne? Weil ich einfach schon wieder die einfachsten Dinge nicht geschissen kriege. Einfach wieder überall gegenfahre und so. Habe auch wieder kaputten Reifen. Aber die sind im Spiel gar nicht mal so dramatisch, habe ich gemerkt. Na, der guten Dinge sind drei, nicht wahr? Wo sind die da hinten? Was wollen die damit bezwecken? Natürlich fahren die wohl lang, wo ich nicht irgendwie ihnen entgegenkommen kann. Sondern erstmal auch den großen Bogen fahren muss. Wollen die sich doch für eine andere Insel? Lappen. Statt sich erstmal hier noch was zu krallen, ne? Die Kaufmanns Taxis, wo irgendwie gerade zweimal ein Symbol zu sehen war. Der kaputte Reifen tut meinem Auto, glaube ich, auch nicht besonders gut in seiner Geschwindigkeit. Weil ich hole die irgendwie nicht ein. Ich bin halt echt zu langsam, ne? Scheiße. Zu langsam geworden, vor allen Dingen. Vielleicht bauen die ja selber gleich auch nochmal einen Unfall. Hätte ich jetzt Waffen, können aus dem Auto schießen, wa? Das wäre doch meine Idee, ey. Oh, das ist aber auch permanent nicht... Hallo, wo? Hä? Wollte mich eben verarschen? Seid ein bisschen dumm, oder? Ich würde sagen, dass ich es aber auch einfach nicht hinkriege mal. Ich glaube, der hat sich verbuggt. Dass ich es nicht geschissen kriege, einfach mal Leute konsequent umzufahren. Das ist jetzt echt nicht so schwer. Dankeschön, Leon Frese, dass du es jetzt noch geschafft hast. Meine Güte. Es ist schwer, Leute umzufahren, ja? Das klingt komisch. So, warum steige ich jetzt das Auto? Jetzt kommt bestimmt ein Anruf. Oder? Weil jetzt haben wir ja quasi die letzte Mission freigeschaltet. Genau. Tommy, I had Sonny on the phone, okay? Are you with me? I don't know about you, but there's something about a man threatening to murder my family, which really scares the crap out of me. What are you gonna do? Ken, take it easy. I am calm. Calm as a man can be when he's fearing for his life. Stay off the idiot fuel and look after yourself. No one's gonna take us out. I'll see you later. I am calm. Don't I sound calm? Must be impending death that is doing this to my voice. Okay. Ja, noch ist nichts passiert. Wir können ja mal eben eine Taxifahrt machen, wa? Man muss ja jeder ausnutzen, ja? Jede Zeit, die man hat. Boah, Handy aufzuprobieren. Da ist er wieder. Let me remind you of the rules of engagement. Ammunition, gute Idee. Obwohl, nee, brauche ich ja nicht mal unbedingt. Ja, cool, dann haben wir jetzt auch die Firmenmissionen komplett. Alle. Jetzt fehlen nur noch die Rampages und die letzten Taxifahrten. Das heißt, ab der nächsten Folge geht's dann los mit den Rampages. Heißt, ich muss mir dann nochmal die Karte raussuchen, am Handy im Idealfall und dann, jo. Spaß haben, nicht wahr? Ich hoffe, das geht gut. Ich hoffe, es ist nicht mit viel Nerven und viel Gesterbe und wirklich so großer Challenge verbunden. Ja, werden wir hinterkommen.
Ja, ich finde die Zeit halt auch schon ganz schön fies, muss ich mal ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle. Ärgerlich. Ich verstehe das Spiel halt auch manchmal einfach nicht, ne? Mit der Zeit bei den Taxifahrten. Das ist auch komplett dumm, ne? Manchmal hast du einfach 3 Minuten, um 10 Meter zu fahren. Und manchmal hast du nur 40 Sekunden, um einmal von Nord nach Süd zu fahren. Den Spieler Sprite habe ich auch noch nie gesehen. Gut, da habe ich wieder 2 Minuten, um eine weniger weite Strecke, glaube ich, zurückzufliegen, als ich eben hatte. Gerade eben nur 40 Sekunden oder so. Naja. Schaffen halt eine Fahrt, kann man doch mal bringen. Your tax returns show that you earn less than $2,000. Suffering from anxiety, you considered getting a sex change. An idiot liberal felt sorry for you, and now you host your own radio show. Ah, newspaper column that lines my birdcage. Good. You got an ex-wife and attractive girlfriend, although she's married to your best friend. Ja, ne? Dann war's das halt echt schon jetzt. Eine Fahrt geschafft. Hey. Oh, und noch ein Anruf. Da ist er. V. Die letzte Mission des Spiels. Aber wir haben noch ein bisschen was zu erledigen, bevor wir den können. Also, dann sage ich jetzt mal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich gehe offscreen hier irgendwo speichern. Mal gucken. Ich finde schon was. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir die Rampages erledigen. Oder zumindest anfangen. Also bis dahin. Tschüss.